Verlorenes Wissen über Wasser. Wasser ist ein begehrtes Gut für große, multinationale Unternehmen. Nestle it out, man. Äußerst lukratives Geschäft. Das ist traurig, dass die Welt so weit gekommen ist, dass Wasser ein Geschäftsmodell ist. So. Das Mysteriöse daran ist, dass es in dieser Region kaum regnet und die Wissenschaftler nicht wissen, wie diese enorme Wassermenge von den Tiefen der Erde bis zur Spitze dieser über 1200 Meter hohen Strukturen gelangt. Es gibt eine Übergangszone im Erdmantel, die große Mengen Wasser unter ihrer Oberfläche zu enthalten scheint. Krass. Behaupten, dass man Wasser anpflanzen kann. Okay, jetzt wird's wild, Freunde. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Ab geht's, Langer. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community auf YouTube. Ich küsse eure Zirbeldrüse wie immer. Und zwar gehen wir ins erste Video rein, welches heißt Verlorenes Wasser über... Oh, shit. Verlorenes Wissen über Wasser. Dokumentation. Mal wieder von Geheimes Wissen TV heißt der Kanal, glaube ich, ne? Verborgene Geheimnisse TV. Heute ist der Wurm drin, meine lieben Freunde, aber ist egal, wie man Wasser sieht. Das verlorene Wissen der Menschheit. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar schreiben. Wir gehen ins Video rein. Let's go. Geil, Digga. Wasser ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Ihr kennt ja wahrscheinlich schon die Wasserdokumentation, die ich mal hochgeladen habe. So. Eine der geilsten Dokus, auf die ich reagiert habe. Seitdem beschäftige ich mich gerne mit dem Thema Wasser und deswegen gehen wir heute auch mal wieder in eine Wasserdokumentation rein. Los geht's. Wasser ist ein begehrtes Gut für große, multinationale Unternehmen und ein Nestle it out, man. Äußerst lukratives Geschäft. Das ist traurig, dass die Welt so weit gekommen ist, dass Wasser ein Geschäftsmodell ist. So. Das ist eigentlich ein Grundrecht für jeden Menschen, meiner Meinung nach. Es ist kein Zufall, dass derzeit Hunderte von Stauseen, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit, entleert werden. Dies könnte den Eindruck erwecken, Simulation von Wasserknappheit, wa? Dass Wasserknappheit eine Realität ist. Doch unter unseren Füßen befinden sich riesige Mengen dieser wunderbaren und lebenswichtigen Flüssigkeit. Das ist krass. Wisst ihr noch in der einen Dokumentation, dieser Routengänger Knut? Alle OGs wissen Bescheid. Der Routengänger, der das Wasser gefunden hat, teilweise sogar in Wüsten, jo. Also Wasser ist unter der Erde genug vorhanden, so. Und diese ganzen Multi-Unternehmen, die wollen so tun, als ob Wasser knapp wird und die wollen so ein Monopol auf Wasser haben und pumpen teilweise Wasser aus Gebieten raus und verkaufen es den Leuten, die in diesen Gebieten wohnen, wieder in Plastikflaschen zu einem Preis. Das ist einfach traurig, Digga. Und dadurch sterben Menschen, weil sie nichts zu trinken haben. Das musst du dir mal einfach auf der Zunge zergehen lassen. Das ist krank, in was für einer Welt wir teilweise leben. Grundwasser macht 99% des weltweit verfügbaren flüssigen Süßwassers aus. Manchmal tritt Wasser aus den Tiefen der Erde wie ein Geschenk der Natur hervor, in Form von Quellen. Eine Quelle ist der natürliche Austrittspunkt für Grundwasser, das durch das Versickern von Regen oder Schmelzwasser in einem Gebiet entsteht und an einem anderen Punkt, der niedriger gelegen ist, wieder zum Vorschein kommt. Voll geil, Digga, Wasser, ne? Einfach Wasser beobachten zum Beispiel gibt einem schon so geile Vibes, finde ich. Wasser ist einfach so powerful. Ins Wasser reingehen, im Wasser schwimmen, Wasser zu beobachten, geiles Wasser trinken. Wasser ist life, bro. Be water, my friends. Das ist das, was regelmäßig im Recanto Ecológico Rio da Plata im Süden Recanto Ecológico Rio de Plata, okay. Brasiliens passiert. Das ist Brasil, ne? Geil, guck mal, die Fische. Dort entspringt kristallklares Wasser aus dem Boden und überschwemmt einen tropischen Regenwald. Das ist ja die Cenotes zum Beispiel, die es hier in Mexiko gibt, ne? Boah, ich muss mal wieder auf Cenote, gehen. Ich glaube, morgen gehe ich Cenote, ja? Das ist ja auch natürliches Wasser, so. Das, was einfach aus dem Boden rausgekommen ist, so. Teilweise sind die Dinger ja auch unterirdisch. Man sagt, dass die auch, die Cenotes teilweise von Meteoriden entstanden sind, die halt Löcher in die Erde reingeschlagen haben und dann
das Wasser da rausgekommen ist und dann ist eine Cenote entstanden, so. Wunderschön. Ein idyllisches Wasserparadies von unglaublicher Schönheit entsteht. Dies geschieht regelmäßig. Manchmal tritt jedoch Wasser aus der Erde aus, ohne dass es geregnet hat. Und die Wissenschaft kann nicht erklären, woher so viel Wasser kommt. Dies ist der Fall bei den Tepuis, den ältesten freiliegenden Strukturen des Planeten, die sich in der Gran Sabana in Venezuela und Brasilien befinden. Digga, Südamerika ist so schön, ne? Generell Amerika auch. Es gibt so viele Orte, die man hier besuchen kann. Guck mal, wie das aussieht. Seltsamerweise entspringt aus den Gipfeln der Tepuis krass, das ist heftig, aus den tiefsten Tiefen der Erde eine große Menge Wasser, das große Flüsse und gigantische Wasserfälle bildet. Der bekannteste davon ist der Salto Angel, Angel Falls, der höchste Wasserfall Salto der Angel der Welt. Krass, Bro, guck mal, einfach so auf den Berg und dann kommt da Wasser raus, yo. Einer der bekanntesten Tepuis ist der Autana und der Pico da Neblina. Die Einheimischen nannten diesen Berg die Mutter aller Gewässer, da von seinem Gipfel zahlreiche Wasserfälle herabstürzen. Wo ist das in Venezuela, ne? Da ist doch auch diese eine Quelle, die das strukturierteste Wasser produziert quasi, ne? Da muss man hin. Die Quellen der Flüsse Orinoco, Essequibo und Amazonas sind. Man hat ja die Energie quasi dann geguckt, wie energetisch das Wasser ist. Und das Wasser soll extrem energetisch sein. Ich kann mir das vorstellen, gerade bei dem Wasser. Guck mal, wo das ist, Bro. Mitten in der Natur auf so einem Berg. Wow. Das Mysteriöse daran ist, dass es in dieser Region kaum regnet. Und die Wissenschaftler nicht wissen, wie diese enorme Wassermenge von den Tiefen der Erde bis zur Spitze dieser über 1200 Meter hohen Strukturen gelangt. Ja. In verschiedenen Studien wurde festgestellt, dass es in den Tiefen der Erde dreimal so viel Wasser gibt, wie die Gesamtheit aller... Wasser kann einfach nach oben wandern, das muss man sich mal bewusst machen. Wasser kann einfach nach oben wandern. Heftig, ne? Ozeane auf dem Planeten. Bei Untersuchungen im Marianengraben... Wasser lebt, so, das ist ein Beweis dafür. Ich schwör's dir. ...der tiefsten Stelle der Erdoberfläche mit einer Tiefe von fast 11 Kilometern wurden 19 Seismographen eingesetzt. Um die Ergebnisse zeigten, dass der Erdmantel viel mehr Wasser speichern kann, als bisher angenommen wurde. Eine weitere Untersuchung im Jahr 2014 wurde von einer Gruppe von Wissenschaftlern im Nordwesten der USA durchgeführt. Sie analysierten Daten von mehreren Seismographen, die das Seismographen, den Man. Von Wasser in einer Tiefe von etwa 700... Gib mir die Seismographie-Vibes, Bro. ...Kilometern unterhalb der USA zeigten. Das Außergewöhnliche ist jedoch, dass spätere Forschungen zeigten, dass dies kein isolierter Fall war, sondern weltweit zu finden ist. Es gibt eine Übergangszone im Erdmantel, die große Mengen Wasser unter ihrer Oberfläche zu enthalten scheint. Krass. Der Geophysiker Steve Jacobson erklärte, dass selbst wenn nur 1% dieser Zone Wasser enthält, dies der Menge von 3 Ozeanen entspricht. Und es wird vermutet, dass noch viel mehr Wasser vorhanden ist. Das erstaunlichste Ergebnis all dieser Untersuchungen ist, dass das Wasser auf der Erdoberfläche tatsächlich aus dem Inneren unseres Planeten stammt, was die Theorie in Frage stellt, dass es von Kometen gebracht wurde. Derzeit gibt es viele Regionen auf der Welt. Gibt es diese Theorie, dass das Wasser von Kometen gebracht wurde, oder was? Die unter erheblicher Trockenheit oder Wassermangel leiden. Das Leben in solchen Gebieten ist äußerst schwierig. Doch ist es möglich, Wasser aus den Tiefen der Erde zu gewinnen und Wüstenregionen zu bewässern? Ja, Digga, frag Knut. Einige behaupten, dass man Wasser anpflanzen kann, indem man ein... Okay, jetzt wird's wild, Freunde. Aluhüte in den Chat, wir sind da, wir gehen rein jetzt, wir sind da. Aber sowas von. Wasser anpflanzen, Bro. Stell dir vor, du kannst Wasser anpflanzen, Bruder. Ja, ich küsse deine Zirbeldrüse. Das Verfahren anwendet, das nun auch von der Wissenschaft unterstützt und schlüssig erklärt wird. Für dieses Verfahren werden lediglich 3 Elemente benötigt. Meersalz, brauner Zucker und Kies oder Flusssteine. Man gräbt 3 Löcher in den Boden, angeordnet wie eine Pyramide und an den entsprechenden Ecken. Pyramide, also jetzt sind wir da. Jedes Loch sollte eine Tiefe von 50 cm und einen maximalen Durchmesser von 30 cm haben.
In die Löcher wird zunächst Kies gegeben, dann 1 Kilogramm Meersalz und schließlich 1 Kilogramm brauner Zucker oder Rohrzucker, unraffiniert. Zum Abschluss werden die Löcher mit Kies bedeckt. Es ist wichtig, Bäume in der Nähe zu pflanzen und eine Waldfläche von etwa 400 Quadratmetern zu haben. Dieses Verfahren zielt darauf ab, ein Mikrofilm zu schaffen, bei dem das Meersalz Feuchtigkeit aus der Luft anzieht, der braune Zucker dieser Feuchtigkeit bindet und der Kies eine gute Drainage ermöglicht. Krass, Mann. Die ganzen Bäume sollen dabei helfen, die Feuchtigkeit zu speichern und Schatten zu spenden. Nach etwa 7 Monaten wird man feststellen, dass es anfängt zu tröpfeln und im Laufe der Zeit wird immer mehr Wasser fließen. Nein. Echt jetzt? Wer glaubt daran, Freunde? Eins in den Chat. Wer glaubt daran, dass man Wasser sehen kann? Wasser pflanzen. Es wird eine bewaldete. Das ist wieder so eine Sache, die müsste man eigentlich mal ausprobieren, ne? Also diese ganzen Sachen, die hier teilweise experimentell sind, das werde ich mir auch nochmal vornehmen, dass ich die ganzen Sachen aus den Dokus, die man selber ausprobieren kann, mal ausprobieren werde. Auch gerade was das Thema Wasser angeht, mit diesem Reis und so. Das kann man schon mal machen, ne? Fläche in der Nähe beibehalten. Viele Menschen haben bestätigt, dass dies funktioniert. Aber wie erklärt es die Wissenschaft? Wissenschaftler der Universität von Kolumbien mit Sitz in Medellin. Medellin? Er spricht die Namen voll geil aus, Digga. Wissenschaftler der Universität von Kolumbien mit Sitz in Medellin. In Medellin, na man? Medellin. Ey, da will ich hin, da gehe ich bald hin. Haben diesen Prozess im Labor für Chemie, Ingenieurwesen, Biologie und Agronomie untersucht. Die Wissenschaft erklärt, warum dies geschieht. Der Kies dient als Wärmespeicher und hält die Temperatur hoch. Das Salz hat ein hohes Ionisations- und Hydratationspotenzial. Und der Zucker fermentiert und erzeugt CO2, wenn er erhitzt wird. Dadurch wird der Wasserfluss ermöglicht. Aber dies ist nicht die einzige Möglichkeit, Wasser zu gewinnen. Krass. Mehrere Wissenschaftler haben es geschafft, Wasser aus der Luft zu extrahieren, sogar aus den trockensten Gebieten wie Wüsten. Eine solche Studie wurde von Evelyn Wong und ihren Kollegen am Massachusetts Frau Wong Institute of Technology durchgeführt. Sie entdeckten ein Gerät, das in der Lage ist, Wasser aus der Luft zu gewinnen, mit Hilfe von Wärme und Sonnenlicht. Das Gerät funktioniert auf einfache Weise. Die Partikel des porösen Materials absorbieren den Wasserdampf und das Sonnenlicht zwingt die Wassermoleküle zur Kondensation im Behälter. Aber sie sind nicht die einzigen. Im Jahr 2015 wurde die Erfindung von 3 chilenischen Ingenieuren einer Maschine bekannt gegeben, die in der Lage ist, Wasser aus der Luft zu gewinnen. Sie muss lediglich an eine Stromquelle angeschlossen werden. Heftige Theorien auf jeden Fall, habe ich so noch nie gehört. Wasser aus der Luft gewinnen mit so einem Gerät und so, ist crazy. Also ey, wir sind natürlich immer skeptisch, ne? Man weiß natürlich nicht, was da dahinter steckt, so ob das überhaupt stimmt oder ob das geht oder nicht geht, aber interessant, sage ich mal. Eine ähnliche Maschine wurde auch von dem Mexikaner Genaro Murillo Velázquez erfunden, die nicht nur Wasser aus der Luft gewinnt, sondern auch Abwasser aufbereitet und Meerwasser entsalzt. Und das zu sehr niedrigen Kosten. Krass. In Israel hat das Unternehmen Watergen ebenfalls eine Technologie patentiert, die Wasser aus der Luft gewinnt. Sie basiert auf dünnen Kunststofffolien, die in einer Weise angeordnet sind, dass sie einen doppelten Wechselstrom von Luft Also dass man aus Meerwasser trinkbares Wasser machen kann, das ist glaube ich schon eher auf jeden Fall. Folgen. Diese Innovationen und Technologien zeigen, dass es verschiedene Ansätze gibt, um Wasser aus der Luft zu gewinnen. Und ich glaube, ganz ehrlich, alleine durch Wasser, was vorhanden ist auf der Erde, ne, ohne jetzt diese ganzen Maschinen, wo man jetzt Wasser, also mehr Wasser zu normalem Wasser machen kann oder Wasser anpflanzen kann oder aus der Luft extrahieren kann, glaube ich, dass genug Wasser vorhanden ist, dass kein Mensch auf dieser Welt verdursten muss, so. Ne? Und ich glaube, das Unternehmen und der Handel mit Wasser und das Geldmachen mit Wasser und so dafür sorgt. Ich glaube, wenn alle Menschen auf der Welt sich einig wären, dass Wasser ein Grundbedürfnis ist, dann könnten alle Menschen auf der Welt auch trinken. So. Aber ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass auf jeden Fall keiner hier auf der Erde sterben müsste wegen Wasser, wegen zu wenig Wasser. Weil die Verfügbarkeit von sauberem Wasser zu verbessern.
Es gibt Pilotprogramme, die in Indien, Taiwan, Thailand und den Philippinen laufen. Aber auch in Spanien hat der Erfinder Enrique Vega einen Mechanismus zur Gewinnung von Wasser aus der Luft entwickelt. Die Funktionsweise ist sehr einfach. Die Maschine fängt das in der Atmosphäre gelöste Wasser ein und verursacht dessen Kondensation. Sie kann täglich bis zu 5000 Liter Wasser in Umgebungen mit 40 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von etwa 10% produzieren. Der Preis liegt bei 0,0173 Euro pro Liter, was recht erschwinglich ist. Warum werden die 0,073 Euro pro Liter vielfältigen Möglichkeiten zur Wassergewinnung? Auf jeden Fall ist genug für alle da. Ja, safe. Es werden halt Knappheiten extra herbeigerufen, um Business zu machen. Angesichts der starken Dürre in vielen Teilen der Welt nicht ausreichend beworben. Es ist unvorstellbar, dass es auf einem Planeten, auf dem es mehr Wasser als Land gibt, trockene Gebiete gibt. Es gibt viele wirtschaftliche Interessen, die verhindern, dass diese Entdeckung verbreitet werden. Mit Essen sehe ich das auch ähnlich, ne? Die großen multinationalen Unternehmen haben sich die besten Wasserreservoirs angeeignet, obwohl Wasser ein Gut ist, das allen gehört. So. Darüber hinaus üben sie Einfluss auf Regierungen aus, um das Bohren von Brunnen zu verbieten, obwohl wir wissen, dass es enorme Mengen an Wasser unter der Erde gibt. Wie wir gesehen haben, kann Wasser auch... Die wollen das Bohren von Brunnen verbieten? ...aus der Luft gewonnen und kultiviert werden. Es ist wichtig, dass wir das Bewusstsein dafür schärfen und Maßnahmen ergreifen, um den Zugang zu Wasser für alle zu gewährleisten. Lass uns gegen diejenigen stellen, die Wasser als Ware betrachten und kämpfen für gerechte Verteilung und nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen. Safe, man darf die Leute auch gar nicht unterstützen eigentlich, ne? Es ist nicht einfach, aber man dürfte gar nichts kaufen, was mit Nestle in Verbindung steht zum Beispiel. Ja, man muss das Bewusstsein auf jeden Fall erhöhen. Also, dass Menschen bewusst konsumieren und die Dinge nicht mehr so supporten. Es ist halt nicht einfach, ich verstehe das auch, weil zum Beispiel Nestle fast überall mit involviert ist und die nicht mehr zu konsumieren und sich davon fernzuhalten im Supermarkt ist einfach schwierig so. Aber ich glaube, umso mehr Leute das verstehen, umso mehr Leute versuchen wenigstens die nicht mehr zu unterstützen, umso mehr kann man tun und dann halt Bewusstsein schaffen auch für diese ganzen Themen. Und irgendwann, Alter, ich werde auch irgendwann... Wenn ich genug Geld habe, Dicker, beiseite habe und so, dann dafür sorgen, dass Brunnen gegraben werden in Afrika und so. Das ist auf jeden Fall auch noch ein großes Ziel von mir, Menschen einfach zu helfen, die grundlegende Dinge nicht am Start haben. Das Wasser ist eine kostbare Ressource, die das Leben auf unserem Planeten unterstützt. Und es ist unsere Verantwortung, sie zu schützen und zu bewahren. Lass uns diese Information verbreiten, damit sie alle Teile des Planeten erreichen. Denn die Ernten von Millionen von Menschen hängen vom Wasser ab. Wir möchten euch heute zwei unserer... Starkes Video, Digi. Ich küsse deine Zirbeldrüse, Bro. Der macht immer gute Videos, finde ich. Vor einem Tag ist er hochgeladen. Krass. Schon im Discord gelandet auf jeden Fall. YouTube, eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Liebe geht raus an die ganze Community. Gang it in, man, Alter. Love, gang it out, man. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Be unique. Dabei war alles. Peace out.